wenn man auf den Saltflats ankommt, dann kann man es erst gar nicht fassen, die unendliche Weite. In Kombination mit den Temperaturen, die dort herrschen, von über 40 Grad, der lebensfindliche Raum, es ist ein anderer Planet, man kann sich es gar nicht vorstellen. Dann sitze ich dort auf dem laufenden Renntöff an der Startlinie. Dann realisiert man plötzlich, das ist der Moment, wo wir jetzt jahrelang darauf hingearbeitet haben und es gibt keinen Weg mehr zurück. So, wir sind jetzt hier zurück in unserer Werkstatt. Das erste Mal haben wir den Ferdinand auseinandergenommen und es sieht eigentlich alles halb so wild aus. Es hat sehr wild getönt am Anfang. Beim ersten Lauf bin ich natürlich ziemlich aufgeregt gewesen, oder auch das ganze Team, weil wir sind doch seit dem Umbau vom Dragster zum Landspeed Racer ist noch nie jemand eine Runde damit gefahren. Das war eigentlich das erste Mal gewesen, wo wir Kupplung Cola haben, dort an der Startlinie in Bonneville. Eine lange, ewig lange Gerade, die man langfährt und schon mal den ganzen Salzsee anschauen kann. Es ist eindrücklich, wie man am Horizont erst wieder Berge sieht, sich die Berge schon spiegelt im Salz. Am Ende dieser langen Gerade sind wir dann am eigentlichen Camp angekommen, wo sich alle Rennfahrer, alle Mechaniker und die ganzen Teams treffen. Für mich war es sehr eindrücklich, endlich mal zu sehen, was dort so alles auf dem Salzsee rumfällt. Also es hat wirklich eigentlich von 16-Zylinder-Trucks bis zu meinem Lieblingsteam. Es waren drei Rentner, einer, der das Projekt angerissen hat, und seine beiden besten Kollegen, die ihm geholfen haben, damit sie an der Abend abends von ihren Frauen abhauen können. Dann am nächsten Tag ist dann die Tech Inspection angestanden. Dann hat der Inspector Peppi gefragt, wie schnell wir planen, mit dem Fahrzeug zu fahren. Dann haben wir den Ball eher tief behalten. Wir haben dann von 160 Meilen geredet. Und dann hat er aber im Rekordbuch nachgeschaut. Da sehe ich diesen Klasse-Rekord, den wir eigentlich jagen. Der ist bei 200 Meilen. Und dann hat er und hat das Fahrzeug inspiziert und hat uns nicht geglaubt, dass wir nur 160 fahren. Okay, we're clear? Yes. Okay. I want you to be safe. I want you to have fun. But most of all, I want you to be safe. Yes. Okay. Drei Anläufe gebraucht, bis dann innen genügend war. Und wir konnten endlich mal an die Startlinie gehen. Thank you.